So, ja dann, Servus miteinander zu meinem kleinen Vortrag über das ja, aktuell größte Kundenprojekt, was ich so am Start habe. Man kennt mich von heute Morgen, David Jardin, bin 24 Jahre alt, freiberuflicher Webentwickler. Und selbst erklärter Joomlaholic, ich bekenne mich da schuldig und auch sonst relativ viel in der Open-Source-Szene unterwegs und da verhältnismäßig überzeugt von, dass das eigentlich ein ganz überlegenes Konzept ist. Ich erzähle was über Columbus Sprachreisen, Kölner Firma, bitte nichts Schlechtes drüber sagen, die sitzen nämlich da vorne, ich habe sie intelligenterweise eingeladen. Mittelständisches Unternehmen, was vom... vom Business Case her Sprachreisen in alle Welt vermittelt, was Highschool-Aufenthalte vermittelt und weitere Auslandsaufenthalte, also Work-and-Travel-Geschichten, Freiwilligenjahr in Hinterafrika oder sowas in der Richtung. Gibt's jetzt schon ein paar Tage, haben auch schon eine etwas angegraute Website, die bisher auf einem selbstgestrickten System basiert. Ich bin dann dazugekommen und mit diesen groben Stichworten konfrontiert worden, die es dazu bewältigen gilt. Zum ersten soll das Ganze auf Joomla 3 basierend sein. Das muss performant sein, weil da geht viel Traffic drüber und Performance ist ja auch sowieso wichtig und responsive sollte das Ganze zu allem Überfluss noch sein. Das muss leicht in der Pflege sein, weil da ein relativ großes Redaktionsteam hinten dran hängt, das die Informationen über die verschiedenen Kursorte einpflegt und das technisch selten über HTML-Kenntnisse oder ähnliches Tiefergehendes verfügt. Das heißt, irgendwelche gehst du kurz in den Code und schubst es darüber, Sachen wären keine gute Idee gewesen. Gescheite URLs sollten dabei rauskommen, das war das die Anforderung aus dem SEO-Bereich und die ganze Seite gibt es zu allem Überfluss auch noch in, ich glaube, jetzt sind wir bei 7 verschiedenen Farbversionen, je nachdem auf welchem Bereich der Seite ich mich gerade befinde, man gönnt sich ja sonst nichts. Ich war da nicht von Anfang an mit dabei, sondern habe das Projekt übergeben bekommen in ungefähr diesem Zustand. Da ist das schon mal angefangen worden von einer Firma, von der ich vermute, dass sie irgendwo aus dem indischen Raum stammt. Die haben das mal angefangen auf K2-Basis, also K2, diesem CCK, kombiniert mit gefühlt 1,5 Millionen Modulen je Seite. Also ich glaube, das, was tatsächlich in K2 in dem Artikel gepflegt wurde, war das. Und der Rest waren Module. Und weil die Module sich zu allem Überfluss nicht wiederholt haben, also es war nicht dieser Kasten auf jeder Seite da, sondern nur hier auf einer, wäre das blöd geworden. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, gefühlt wahrscheinlich im Endausbau bei 400 Content-Seiten oder sowas, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. In der Variante wären es dann pro Content-Seite so 8 bis 10 Module gewesen und ab... ich weiß nicht, 4000 Modulen skaliert das irgendwie nicht mehr so schön. Deshalb dachte ich, machen wir das mal in neu. Auch da wieder auf Joomla 3 basierend. Und damit das Ganze irgendwie einigermaßen pflegbar wird, war relativ schnell klar, dass ich dafür eine eigene Komponente schreiben muss. Ich habe mich da bewusst für die eigene Komponente und nicht für ein CCK entschieden, weil ich persönlich für mich die Erfahrung gemacht habe, dass CCKs mir nur in einem bestimmten Umfang Arbeit abnehmen, aber an anderer Stelle sehr viel mehr Arbeit erzeugen. Ich bin zu allem Überfluss so ein Frontend-Fetischist. Ich habe sehr gern die volle Kontrolle darüber, was da an HTML rauspurzelt und dass das semantisch ist und sauber und valide und toll. Und das ist mit den CCKs eher so lala. Die schmeißen da eher so einen großen Berg Div-Tags raus und dann am besten noch eigenes CSS und das mache ich nicht so gern. Deshalb habe ich eine eigene Komponente geschrieben, die basiert auf FOF. Das hat der Peter Martin, glaube ich, eben gezeigt. Das ist, um es ganz kurz zu sagen, ein System oder eine Bibliothek, ein Batzen Code, der es mir erlaubt, Joomla-Komponenten mit viel weniger Aufwand zu schreiben, als es im Normalfall mit klassisch PHP der Fall wäre. Da geht es einsparungsmäßig um Größenordnung, ich würde jetzt mal sagen 80-90%
an Code, den ich mir spare. Das ist enorm und dementsprechend auch deutlich weniger Zeit. Das Ganze basiert auf einem eigenen Template, auch da wieder ohne Framework, kein Bootstrap, kein UI-Kit, keinen sonstigen Schweinskram, weil auch da Frontend-Fetischist, ich mag das lieber selbst. Dann sind da 18 Kubikmeter Overrides drin, um allerlei lustiges Verhalten zu bewirken, das schauen wir uns gleich noch an. Zwei Plugins stimmt nicht mehr, ich habe jetzt noch drei dazu geschrieben, wir sind jetzt bei 5 Plugins, da sind jetzt 3 Module, ist 2 Wochen her, dass ich das geschrieben habe, und 2 eigene Bibliotheken, die nachgeladen werden. Und zum Schluss ist da drin auch noch eine Kommandozeilen-Applikation, die regelmäßig auch noch lustige Sachen macht, aber auch das kommt jetzt. Das war quasi der Textteil dieser Präsentation. Ab jetzt gucken wir uns das mal wirklich an, weil das ist in dem Fall aussagekräftiger. Muss mal gerade hier was synchronisieren. Oh, na gut, Augen zu und durch. Ich habe das zugegebenermaßen nicht auf 1024x768 optimiert. Ja, das ist der aktuelle Work-in-Progress-Status. Ja, vielleicht mal eine aussagekräftigere Seite. Sowas in der Ecke hier. Genau, aktueller Status. Wir sind jetzt mit den Inhalten inzwischen relativ weit, weil das Ganze so Anfang Oktober dann doch mal starten soll. Ich guck mal vorsichtig rüber. Wäre schön, ne? Ja, wir sind jetzt ein bisschen länger dran. Template, wie gesagt, ist kein Framework hinter, sondern stattdessen ganz klassisch HTML, CSS. Und was ich da sehr massiv genutzt habe, ist Less als CSS-Derivat. Wer sich dafür interessiert, tut mir leid, das wird gerade im Parallelvortrag gezeigt. Aber wir zeichnen sowas ja auf, das heißt, man kann sich das nachher angucken. Less in einem Satz erklärt, ist eine Sprache, die CSS sehr ähnlich ist, aber mit bestimmten dynamischen Funktionen aufhübscht. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man Variablen definieren kann und sagen kann, die Farbe für den Highschool-Bereich hat den folgenden Hexcode und jedes Mal, wenn irgendwas diese Farbe haben soll, schreibe ich nicht Raute D62F34, sondern @color-highschool und dann wird beim Umwandeln in CSS da der entsprechende Code draus. Gerade mal hier. Genau, weshalb das in meinem Fall sehr angenehm war, ist der folgende. Es gibt die Seite, wie angesprochen, in verschiedensten Farbvarianten. Je nachdem, in welchem Unterbereich man hier ist, färbt sich das lustig um. Alles, was auf dieser Seite irgendwie umgefärbt wird, habe ich in einer bestimmten Less-Datei zusammengefasst. In dem Fall in der hier. Und ich habe mir eine kleine Funktion gebaut, an die ich eine Farbe übergeben kann. Das ist hier oben. Und diese Farbe wird anschließend in all diesen Definitionen entsprechend gesetzt. Und was ich dann gemacht habe, ist hier unten, dass für jede Farbvariante, die es gibt, und das wird einfach über ein entsprechendes Attribut hier im Bodytag gesteuert, rufe ich diese Funktion einmal auf mit der Farbe, den dieser Bereich haben soll. Das heißt, bei 7 verschiedenen Farben muss ich nicht 7-mal sagen, in was weiß ich, für Area-Work Abroad nimm diese Farbe für dieses Element und in dem nächsten Bereich nimm diese Farbe für dieses Element. Ich wiederhole mich nicht, sondern ich habe das an einer Stelle und per Knopfdruck oder in dem Fall automatisch, wenn ich speichere, wird die CSS-Datei draus gebaut, hochgeladen und entsprechend aktualisiert. Die zweite Geschichte, die ich beim Template eingebaut habe, ist eine eigene Icon-Font. Es war relativ schnell absehbar, dass es einen sehr interessanten Berg an verschiedensten Grafiken und Icons geben würde. Da zählt dieses Home-Icon zu. Da gibt es den Pfeil hier, die Telefonhörer, E-Mail, das ist ein Icon, das, die ganzen Geschichten hier. Wenn ich die in allen nur denkbaren Größen, in allen erdenklichen Einfärbungen als PNG-Grafiken generiert hätte, wäre das erstens eine Schweinearbeit und zweitens hat das gewisse Auswirkungen auf die Ladezeit. Das ist eine Erfahrung, die meine Vorgänger in diesem Projekt schmerzlich machen mussten.
weil ich da dann mal in den Template-Ordner geguckt habe und dort festgestellt habe, dass tatsächlich alle, ich glaube, 25 Icons in 4 verschiedenen Auflösungsstufen in 7 verschiedenen Farben hinterlegt waren. Und dann waren wir, ich glaube, bei einigen 100 Grafiken und insgesamt 4 MB. Die Icon-Font, die ich da jetzt gebaut habe, mit dem netten Tool iconmoon.io, die haben eine kleine App, wo man SVG-Grafiken hochladen kann und eine Schriftart rausbekommt, die man dann verwenden kann. Die Icon-Font hat jetzt, ich weiß nicht, 4 KB oder sowas, enthält die gleichen Informationen, lässt sich beliebig skalieren und beliebig einfärben. Das macht das Leben leichter. Zum Zweiten sind da relativ viel Sprites drin. Also das ist eine Technik, wo haben wir das denn mal? Ich glaube, bei den Preisen ist das drin. CSS-Sprites ist auch eine Technik, um die Ladezeit zu verkürzen. Moment, da irgendwo müssten die drin sein. Diese lustigen Buttons hier für das Links und das Rechts liegen in allen erdenklichen Farbvarianten in einer Datei, werden einmal geladen und dann je nach Seitenbereich über Background Position entsprechend positioniert. Auch das hat den Vorteil, dass ich nicht für 7 verschiedene Seitenbereiche dann später 7-mal die HTTP-Requests habe, was das Ganze wieder sau langsam macht, sondern ich lade mir das einmal und dann ist es da. Performance. Bitte? Die Knöpfe hier, ja, hat da ein paar Besonderheiten, kann ich gerne mal bei Gelegenheit zeigen. Das ist nämlich eine responsive Tabelle, wo man beim entsprechenden Zusammenziehen über Klicken hin und her und so, also alles fancy. TableSaw heißt das Ding übrigens, nettes JavaScript, um Tabellen responsive zu machen. Was haben wir sonst noch? Genau, Generierung der Farbversion läuft wie gesagt darüber, dass der Bodytag jeweils eine bestimmte CSS-Klasse hat. Diese CSS-Klassen werden gesetzt in der Administration, und zwar beim jeweiligen Menüeintrag. Und da habe ich eine kleine Vererbung eingebaut, damit man nicht für jeden einzelnen Menüeintrag sagen muss, du hast diese Farbe, du hast diese Farbe, du hast diese Farbe. Gibt es im Template einen kleinen Code-Schnipsel, der schaut, bei welchem Menüeintrag bin ich gerade? Hat der so eine Farbklasse? Falls nein, hat dessen Elternmenüeintrag ein? Falls nein, hat dessen Elternmenüeintrag ein? Und falls auch das nicht, dann nimm den Standard. Und so arbeite ich mich einmal durch den ganzen Menübaum durch, weshalb diese Farbcodes eigentlich nur auf der obersten Ebene einmal gesetzt sind und alles Weitere wird weiter vererbt. Auch da clever. Ansonsten, alles, was hier an lustigen Funktionalitäten drin ist, das betrifft sowas wie, wo haben wir denn hier mal so ein Akkordeon? Ich glaube, bei den Unterkünften. Ja, genau, hier solche Akkordeon-Gedöns, das gibt es in 18 verschiedenen Versionen. Es gab hier noch irgendein, war das hier das Submenü, was ausfährt? Naja, okay, Vorführeffekt. Gab es an anderer Stelle hier noch ein Submenü, das so lustig ausklappt. Dann haben wir noch irgendwelche Slideshows und all so Zeug. Das habe ich alles mehr oder weniger händig mit HTML und CSS implementiert und komme bei diesen ganzen Sonderhübschfunktionen, auch diese Geschichte hier, kommt komplett ohne JavaScript aus. Das ist alles HTML und CSS3. Da kann man sich mal mit beschäftigen. Da gehen mittlerweile hübsche Sachen, ohne dass man später 18 Kubikmeter JavaScript im Endbereich hat. Genau, dann habe ich aus diesen lustigen Vorlagen, die ich hier in meinem Template hatte, zum Beispiel für dieses Akkordeon, erstmal genommen und den JCE als Editor konfiguriert, den ich persönlich sehr mag. Da habe ich zum ersten das gemacht, was ich bei jedem Kundenprojekt mache, nämlich radikal alles an Knöpfen rausgeworfen, womit man irgendetwas kaputt spielen könnte. Besonders erwähnt seien an dieser Stelle die Funktionen Schriftart, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe und Schriftgröße. Böse, 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 böse. Geht ja glücklicherweise dank JCE-Profilen auch, dass man das sehr schön beschneiden, konfigurieren kann. Wer das noch nicht weiß, da gibt es einen sehr netten Vortrag von Brian Thiemann zu, findet man online auf YouTube auf jeden Fall mal anschauen. Kombiniert habe ich den JCE hier insbesondere mit dem Template Manager vom JCE, was glaube ich ein kostenpflichtiges Plugin ist, aber jetzt so nette Dinge erlaubt, wie dass ich
ein lustiges Zitat mir hier halt einfach als vorgefertigten Blog einfügen lassen kann, ohne dass ich da Stress kriege, warum jetzt Code HTML steht, ist mir auch noch ein Rätsel. Und das gleiche auch von mir aus nochmal mit dem Herrn mit der Maske. Genau, mein Lieblingsplatzhalterbild bisher. Auch da, das ist eigentlich nur HTML mit den CSS-Klassen an der richtigen Stelle, aber da ja klar war, dass das Pflegepublikum mit überschaubaren technischen Fähigkeiten ausgestattet ist, war das eine Variante, um das einigermaßen pflegbar hinzukriegen. Genau, das Herzstück dieser ganzen Nummer ist aber die Komponente, über die das gepflegt wird. Die habe ich jetzt einfach mal treffenderweise Columbus genannt. Und darüber wird jetzt, ehrlich gesagt, ein ziemlicher Berg in dieser Seite gepflegt. Das war bis vor, ich weiß nicht, 2 Wochen war hier noch nur die Hälfte an Menüpunkten. Jetzt ist nochmal was dazugekommen. Als allererstes habe ich dabei die Pflege dieser Kursorte gemacht. Das ist im Bereich Sprachreisen eigentlich der Hauptbereich. Das ist hier in dieser getappten Ansicht, gibt es zu jedem Kursort jetzt hier Bournemouth, oder wie man das auch immer ausspricht, verschiedene Unterinformationen, irgendwas zur Schule, wo man das dann lernt, was man da Freizeit machen kann, was kostet und irgendwann kann man das auch buchen. So wie das hier in den Tabs aufgeteilt ist, habe ich auch die Pflege dieser Erweiterungs-, also die Erweiterungsansicht entsprechend getappt. Und das ist dann entsprechend aufgebaut, verhältnismäßig selbsterklärend. Wenn wir jetzt uns mal die Seite Unterkunft angucken und mal vergleichen, wie das hier im Frontend aussieht, gibt es den Titel, der hier steht, dann kommt irgendwelche Meta-Informationsgedöns und was für die Robots. Aus den Selling Points, was ein einfaches Textfeld mit Zeilenumbruch ist, wird dieser nette Spaß hier generiert. Text oben ist einfach nur JCE, kommt dann dahin. Dann kommt ein Platzhalterfeld, da kommen wir aber gleich zu, da fällt der Spaß hier raus. Dieser Störer, wie er glaube ich in den Designs immer heißt, der steht fest und dann hätten wir hier einen weiteren Textblock für unten drunter. Und nach diesem Muster, Feldreihenfolge gleich Ausgabereihenfolge auf der Seite und Tabnamen gleich Tabnamen in der Administration, ist eigentlich die gesamte Seite aufgebaut. Und das macht es, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, verhältnismäßig gut pflegbar. Genau, ich habe die Komponente verhältnismäßig schnell aus dem Boden stampfen können. Wie gesagt, dank FOF, wer so ein bisschen bewandert ist in Sachen PHP, vielleicht auch mal XML, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Es ist eine Offenbarung in der Regel, das macht das Leben doch deutlich leichter. Und weil es halt anders als die CCKs ohne viel Kladderadatsch und Zusatzfunktionen und sowas auskommt, bleibt es trotzdem noch einigermaßen performant. Weil, wie gesagt, das war bei dem ganzen Projekt nicht ganz unspannend. Was kann das denn sonst noch? Genau, eine Besonderheit, die ich bei FOF reingebastelt habe, betrifft, wo war das da? Freiwilligenarbeit, glaube ich. Nein, da war es schon. Dass wir sowas hier haben, ein Akkordeon, jetzt hier müsste ein längerer Text hin, dann sieht das auch hübscher aus. Auf jeden Fall kann man hier zwischen verschiedenen Geschichten wechseln und da hat sich herausgestellt, dass hier der Template Manager vom JCE an seine Grenzen stößt. Das lässt sich über den JCE nicht sinnvoll pflegen. Gleichzeitig war die Ansage, es soll möglich sein, von diesen Umschaltknöpfen hier und diesen Akkordeon-Dingern beliebig viele einzupflegen. Und das relationale Datenbanken mögen das eigentlich nicht, dass es von irgendwas beliebig viel gibt. Was ich da gebaut habe, ist eine Erweiterung für FOF, die es mir erlaubt, beliebig viele von diesen Slides zu erzeugen. Jetzt mal so eine Demo. Ich finde das echt gut. Das zu speichern. Das wird dann in der Datenbank in einem einzigen Feld gespeichert, entsprechend JSON-kodiert. Ich kann bestehende Sachen hier noch bearbeiten. Ich kann das natürlich auch per Drag-and-Drop hin und her schubsen. Da fehlt jetzt noch so ein bisschen User-Interface, dass hier der andere Cursor kommt und man weiß, dass man es kann, ja, ich weiß. Das Ganze kann ich speichern und dann läuft es hier
im Frontend entsprechend als neues Dingsbums auf. Und weil ich von diesen Bereichen hier beliebig viele hinzufügen kann, wird das da auch dem entsprechenden Benutzerbedürfnis, kommt das da entgegen. Weil die Alternative wäre gewesen, mal davon auszugehen, dass es nie mehr als 36 Slides geben wird und einfach 36 Mal das Feld Titel und 36 Mal das Feld Fließtext hinzusetzen. Das ist aber blöd, so im Großen und Ganzen. Ausgegeben wird das Ganze dann über Templates, die ich zu diesem Zweck geschrieben habe, beziehungsweise ganz normal über das normale Layouting-System von Joomla. Eine Besonderheit ist dabei die folgende, also erwähne ich das schon hier? Ja, genau. Die folgende. Im Bereich Sprachreisen soll es die Möglichkeit geben, zu einem Kursort ein Video hinzuzufügen. Und dieses Video soll in der rechten Spalte der Seite erscheinen, wo da drüber zu allem Überfluss ganz normale im Modulmanager gepflegte Module erscheinen sollen. Das heißt, ich stand vor der nicht uninteressanten Aufgabe, aus meiner Komponente ein Modul in eine Seitenspalte der Seite dynamisch einzufügen. Wie ich das konkret gemacht habe, ist folgendermaßen. Es gibt im Template, was sind wir denn da? Es gibt im Template einen Schalter, der steht da, nämlich wenn meine eigene Komponente geladen wird, dann lade nur die Ausgabe der Komponente. Bei allen anderen lädst du bitte deutlich mehr Modulpositionen, unter anderem auch die rechte Spalte der Seite als ganz normale Modulposition. In meiner Komponente passiert das nicht. Da bin ich dann ein Schlaufuchs und tue das manuell. Es gibt nämlich die Möglichkeit, aus einer Komponente heraus Module von Joomla rendern und ausgeben zu lassen. Das tue ich dann hier, bitte einmal rechte Spalte in dem Stil. Und darunter setze ich dann aus meiner Komponente heraus das Videomodul. Das hat den charmanten Vorteil, dass die Videos, die zu einem bestimmten Kursort gehören, auch bei dem jeweiligen Kursort gepflegt werden können und man nicht separat in die Modulverwaltung wechseln muss, wo man dann ja zu allem Überfluss wieder 400 hätte. Das will man ja nicht. Genau, weiterhin habe ich da reingebastelt ein Plugin für den JCE Link Manager. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, nicht nur in Inhaltenmenüs Weblinks zu suchen, sondern auch in Kursorten. Und da jeder Kursort diese verschiedenen Tabs hat, gibt es hier dann die Möglichkeit, direkt auf den entsprechenden Untertab zu verlinken. Das hat den Workflow in dieser Gesamtgeschichte doch deutlich vereinfacht, weil die normale Verlinkung auf Menüeinträge in dem Fall halt nicht reicht. Weil wenn man jetzt hier mal auf Unterkunft geht, dann sieht man in der URL das. Bis hierhin der Teil aus dem Menü kommt und der entsprechende Layout-Umschalter ist ein Parameter, der dynamisch dazukommt. Und das per Hand Menschen beizubringen, ist doof und das hier ist eine Clicky-Bunti. Genau, der JCE, der bietet die Möglichkeit, Plugins nachzuinstallieren, unter anderem auch für den Link-Manager. Da kann man eigene Sachen schreiben. Ich bin aber sehr ehrlich, da muss der Kollege vom JCE nochmal ran. Das macht nicht so viel Spaß, die Teile zu schreiben. Um das mal noch ganz nett zu formulieren. Genau. Was haben wir dann als nächstes? Dann stand ich vor der wunderbaren Aufgabe, es sollte möglich sein, an verschiedenen Stellen der Komponente eine Galerie einzusetzen. Galerie finde ich immer doof. Galerie heißt nämlich, irgendwas mit irgendwelchen furchtbar vielen Bildern zu managen und mehrfach Bild-Upload und Verkleinerung und umhin speichern. Das sind Sachen, ich würde mich jetzt eher als versierten Entwickler bezeichnen, aber das macht einfach keinen Spaß. Da gibt es irgendwie so viel, was kaputt gehen kann, finde ich zumindest. Also dachte ich, ich nehme mir einfach die Foca Gallery, weil die kann schon schön Bilder verwalten, und binde die in meine Komponente ein. Das heißt, die Pflege dieser Galerien, da gibt es dann für jede Galerie eine Kategorie, wo ich das reinspiele mit beliebig vielen Bildern, weil mehrfach Upload kann die Foca Gallery ja. Passiert da und in meiner Komponente kann ich dann sagen, liebe Komponente, stelle bitte an der Stelle jetzt die Galerie so und so aus der Foca Gallery dar.
kleine Datenabfrage hinten dran und im Frontend hole ich mir alle Bilder, die die Focal Gallery dafür vorsieht und schmeiße die in meinem Lieblingslayout raus. Zusätzlich dazu ist da noch ein eigenes Plugin für die Focal Gallery drin, weil die Focal Gallery selber, wenn man dieses Standard-Content-Plugin benutzt, kommt da auch wieder HTML raus, das ich persönlich als interessant bezeichnen würde, wo ich aber denke, dass da ganz, ganz furchtbar viel drin ist, was man eigentlich für 4 Bilder nebeneinander draufklicken wird, Größe eigentlich nicht braucht. Deshalb habe ich das nochmal kurz neu nachgeschrieben. Ja, Menüs haben wir noch hier. Das war, glaube ich, einer der interessanteren Herausforderungen in Sachen Performance. Man sieht, wenn man hier durch das Menü mal durchwechselt, dass immer mal wieder in diesem Menü unterschiedliche Bildchen auftauchen. Ich glaube, da ist jetzt noch nicht so furchtbar viel gepflegt, ne? Ja, da taucht meist dieses Bildchen hier auf, aber es gibt so, ich glaube, ein, zwei Stellen, wo auch noch schon was anderes drin ist. Im Endausbau soll es so sein, dass bei fast jedem Menüpunkt hier ein anderes Bildchen auftaucht. Meine verehrten Kollegen aus dem englischsprachigen Raum waren der Meinung, hey, ist kein Problem, wir bauen eine Modulposition und dann irgendwie mit ein bisschen JavaScript, auf jeden Fall haben wir wieder 400 Module da drin, um die 400 Bilder abzubilden. Fand ich wieder unschön. Deshalb gibt es in der Komponente einen Bereich, wo Menübilder gepflegt werden. Ist verhältnismäßig simpel, man wählt den Menüeintrag aus, wo es hin soll und das Bild aus, wo es hin soll. Also, keine Ahnung, sowas. Speichern. Und dann passiert performancemäßig etwas Erstaunliches. Normalerweise wäre es so, wenn ich das auf die klassische Art und Weise gemacht hätte, man würde mit der Maus über den entsprechenden Menüpunkt navigieren. In dem Moment würde sich hier der Link zu dieser Hintergrundgrafik ändern. Der Browser weiß, da soll jetzt was anderes hin. Und dann sagt der Browser, okay, ich kümmere mich drum, das mal zu besorgen. Und dann dauert das und dann sind das, keine Ahnung, 400 Millisekunden und in der Zeit ist da nichts oder es flackert oder so böse Sachen. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass wenn man dann einmal mit, was weiß ich, alle Menüpunkte einmal hier so mit der Maus überstreicht, dann macht er das binnen 500 Millisekunden direkt für alle 12 Bilder und sowas. Das ist alles doof. Weshalb ich in einem Anflug von Größenwahnsinn dachte, ich packe alle Bilder in eine Datei. Und zwar gibt es die Möglichkeit über die sogenannten Data URIs. Data URLs, so was, genau. Gibt es die Möglichkeit, eine Grafik in einer URL anzugeben. Das sieht dann zum Beispiel im Code so aus. Ist ein Base64 Codier jetzt technische Details, interessiert keinen so wirklich. Charmante ist halt, man kann Bilder in etwas anderes umwandeln. Und wenn ich das hier entsprechend in den Browser reinwerfe, zeigt er mir statt diesem komischen String hier das Bild, was dahin soll. Was ich also gemacht habe, ist, ich habe ein Dokument gebaut, was alle Bilder enthält, die auf der Seite mal so auftauchen. Jetzt muss ich das mal gerade neu laden, damit ich das finde. Das müsste da so irgendwo sein. Ja. Die werden alle in einer Datei eingebettet. Das ist dann eine sogenannte JSON-Datei, da sind die alle drin. Das ist dann natürlich bei, ich weiß nicht, wenn wir da mal 30, 40, 50, 60 Bilder drin haben, ein etwas größerer Aufruf, klar. Aber zum ersten passiert der JavaScript gesteuert nur dann, wenn das tatsächlich die Desktop-Seite ist. Das heißt, Mobilgeräte bleiben davon verschont. Und ich habe den Vorteil, dass mit einem großen Aufruf direkt alle Bilder da sind und ich nicht bei einmal kurz durchs Menü blättern insgesamt 80, 90, 100 HTTP-Requests im Hintergrund habe, weil das tut in der Zeit von DSL und Bandbreite deutlich mehr weh als ein großer Aufruf. Merken, bei DSL ein großer Aufruf besser als viele kleine. Dann ist in dem Menü hier noch ein bisschen mehr Schnickschnack drin. Und zwar gibt es diese Infoboxen.
um das ins Menü reinzukriegen, war dann ein bisschen Magic gefragt. Und zwar gibt es ein Override des Menümoduls im Template-Ordner. HTML, ModMenu, TopNav Component. Da wird geprüft, ob dieser entsprechende Link, der hier gerade ausgegeben wird, aus meiner Komponente kommt und ob der einen Kursort darstellt, diese für die einzelnen Sprachreisensachen. Wenn dies der Fall ist, wird von einer anderen Stelle werden die ganzen Daten besorgt, die an dieser Stelle ausgegeben werden sollen und dann mit einem entsprechenden Layout, das ist dann, ich glaube, das ist irgendwie eine nett gemachte Diffbox, wenn wir gerade gucken, genau, eine Diffbox mit einer Tabelle drin, wird das an der Stelle entsprechend ausgegeben. Das Charmante an der Stelle ist dadurch, das passiert quasi automatisch. Ich habe auch da nicht den Stress, dass ich Module innerhalb von Menüs über irgendwelche kuriosen Zuweisungen reinbasteln muss. Das war nämlich mein erster Ansatz. Ich erstelle quasi dynamisch irgendwelche Modulpositionen, Menümodul, Unterstrich, Eintrag dieses Menüpunkts, ID dieses Menüpunkts oder sowas, aber das, ja, da war ich dann relativ schnell von ab. Für andere Stellen gibt es das auch nochmal per Hand verwaltet. Auch in der Komponente gibt es die Menüinfos, wo man diese Kästen quasi nochmal händisch pflegen kann, die da reingeladen werden. Die weist man dann hier fest einem Menüeintrag zu. Overrides. Genau, das hatten wir. Achso, den zweiten Override im Menübereich habe ich hierfür gebaut. Erfahrungsberichte. Wenn wir uns dieses entsprechende Modul hier mal anschauen, stellen wir fest, dass das hier als Menüeintrag ein bisschen kurios formatiert ist. Da gibt es nämlich den eigentlichen Menüeintrag, zwei Pipe-Symbole, so heißen diese komischen vertikalen Striche, und dann erstaunlicherweise das, was da als Beschreibungstext steht. Das ist für mich ein Paradebeispiel dessen, was man mit dem Joomla-Override-System so nettes machen kann. Das ist ein Dreizeiler. Da gibt es wieder einen separaten Override für, wo geprüft wird, ob in dem Text so eine lustige Pipe, so ein Symbol drin vorkommt. Wenn es ja, falls ja, mache ich aus der einen Schlange mache ich zwei Bestandteile. Der erste Bestandteil kommt in den Link und der zweite kommt als Beschreibungstext drunter. Kein Gefummel mit irgendwelchen Dritterweiterungen, einfach nur ein Override und zwei Zeilen PHP. Das ist cool, weil das macht Joomla tatsächlich aus. Ja, eben angesprochen, da kommen an verschiedensten Stellen irgendwelche Informationen aus anderen Stellen. Das hatten wir jetzt hier eben bei der Unterkunft in diesem Akkordeon. Und zwar gibt es bei der Firma intern im Einsatz ein Backend-System, wo die ganzen Preise gepflegt werden, wo gepflegt wird, zu welcher Jahreszeit welche Reisemöglichkeiten vorhanden sind und wie die Häuser aussehen. Das wird zum Teil von der Redaktion selber gepflegt, zum Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, pflegen die Unterkünfte das auch selber, ne? Irgendwie sowas in der Richtung? Nee? Ist egal. Auf jeden Fall, ich spiele jetzt keine Rolle. Da gibt es irgendwo auf einem anderen Server ein System, das mir diese Daten ausliefert. Und was ich als allererstes festgestellt habe, ist, dass dieses Ding wirklich furchtbar langsam reagiert. Weshalb ich alles, was hier über dieses externe System kommt, zwischenspeichern, also neudeutsch cachen muss. Jetzt ergibt sich natürlich eine Problematik. Diesen Cache muss man regelmäßig leeren, damit man nicht die Ergebnisse von vorgestern anzeigt. Wenn man den aber geleert hat und in 5 Minuten später käme Peter Haste nicht gesehen auf die Seite, weil er unbedingt eine Sprachreise nach Australien machen will, wäre er der Idiot, der zum ersten Mal seit dem Leeren des Caches auf so einen Menüpunkt klickt und dann hat er die Wartezeit, weil es ist ja gerade noch nichts zwischengespeichert. Um das zu vermeiden, habe ich ebenfalls mit dem Joomla-Framework, das kann das nämlich wieder von selber, ein kleines Kommandozeilen-Skript geschrieben. Das ist ein sogenannter Cache-Primer, so nennt man diese Art Skripte, was nichts anderes tut, als so zu tun, als würde es einfach mal jeden einzelnen externen Schnipsel, der da so vorkommt, einmal anklicken.
Und kurz bevor er so tut, löscht er erst diesen Eintrag. Das heißt, ich leere nicht den ganzen Cache auf einmal, sondern immer nur Stückchen für Stückchen und hole mir im nächsten Moment die aktuelle Information wieder dahin. Und dadurch, dass das in der Kommandozeile läuft, kann man das vom Server aus anstoßen und das läuft durch. Das läuft nicht in irgendwelche Timeouts und vor allen Dingen, man kann es auf dem Server so einstellen, dass man sagt, mach es einmal die Stunde und nach mir die Sintflut. Das heißt, ich lasse den Spaß durchlaufen und komme nie in die Situation, dass ein Nutzer großartig lange Ladezeiten hat. Der Cache ist immer gut gefüllt und immer aktuell. Ja? Da musst du schon einen Cronjob für machen. Ja, das auf jeden Fall. Genau, und hier nudel ich dann einfach jeden Kursort durch und hole mir die ganzen Snippets, so heißen die bei uns. Genau. Dabei bin ich über eine Spezialität des Joomla Caching Systems gestolpert, nämlich man muss es anschalten, damit es funktioniert. Das Caching System von Joomla und ich, wir sind aber nicht wirklich gute Freunde. Wir beide haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass wir uns oft nicht so gut miteinander verstehen, weil der Cache auf Sachen cache, die ich eigentlich gar nicht gecached haben möchte. Und wenn ich ihm sage, er soll es nicht tun, dann tut er es trotzdem. Auf der anderen Seite sage ich ihm, dass er Dinge cachen soll und er tut das wiederum nicht. Weshalb auf meinen Seiten meist, ich weiß, böse, das seitenweite Caching deaktiviert ist. Jetzt will ich aber trotzdem, dass der Idiot zumindest diese Snippets hier cached, weil wir reden über Ladezeiten von im Extremfall 8 bis 9 Sekunden, bis so ein Ding da ist. Das tut schon eher weh. Da habe ich herausgefunden, es gibt einen kleinen Switch, mit dem man Joomla dazu zwingen kann, die folgenden Dinge dann doch zu cachen, unabhängig davon, wie es in der Configuration.php eingestellt ist. Das muss man auch erstmal wissen. Dieses ganze Zeug hier, das irgendwo extern was nachlädt, das ist übrigens der Bereich, wo meine eigenen beiden Bibliotheken ins Spiel kommen, die Libraries. Das ist jetzt interessanter. Einmal kurz, alle nicht technisch Bewandten können jetzt mal 3 Minuten abschalten. Die Bibliotheken haben einen Namespace, folgen also dieser PSA 0 Convention mit Vendorname / Paketname / irgendwas. Auf jeden Fall ist das hier entsprechend drin. Das muss dann genamespaced sein, damit es funktioniert. Und dann gibt es ein kleines System-Plugin, was mit 2 Zeilen diese Libraries in dem Autoloader bekannt macht, sodass ich an egal welcher Stelle meines Codes auf meine eigenen Bibliotheken zugreifen kann, ohne vorher mit irgendwelchen Require-Once-Statements mir die Sachen überholen zu müssen. Das wäre immer doof. Autoloader for the win. Genau. Die letzte Geschichte, die ich dann noch speziell gebaut habe, eigentlich noch 2 spezielle Geschichten. Spezialding 1 ist hier dieser Bereich News und Veranstaltung. Es gibt leider aus meiner Perspektive im Joomla-Bereich keine auch nur ansatzweise brauchbaren Eventkalender. Und für den hier vorhandenen Pfeil Datum plus Link plus Text dazu wäre auch jeder nur denkbare Kalender vollkommen überdimensioniert gewesen. Was das also eigentlich ist, ist eine Beitragskategorie Events. Und dieses Modul, was wir hier haben, ist das Latest News Modul mit einem entsprechenden Override. Overrides, man merkt es, ich mag die. Wo das Datum, an dem der Artikel erstellt wurde, und das kann man ja manuell überschreiben, als Veranstaltungsdatum ausgegeben wird. Zack, Eventkalender. Das gleiche in grün ist das hier oben mit den News. Auch das ist das ganz normale Latest News Modul mit einem kleinen lustigen Override, der auch hier wieder das Created-Datum, dieses Mal dann tatsächlich als Datum, wann diese News erstellt worden ist, verwendet und das Ganze ausgibt. Ich mag keine Dritterweiterung. Ich finde das echt furchtbar. Die letzte Geschichte, die wir hier jetzt noch speziell für gebaut haben, eigentlich mit 10.000 anderen, aber das, was ich noch interessant finde, ist hier oben die Geschichte mit den Header-Bildern. Auch da, das wechselt echt überall und ständig. Und der Normalfall wäre auch hier, entweder ich hinterlege es in einem Ordner irgendwo auf dem Server, lade es per FTP hoch und benenne es nach so einfallsreichen Mustern wie Seiten-ID.jpg.
Auch da denke ich, es gibt intuitivere Systeme, weshalb das wieder über die Komponente mitgepflegt wird. Da gibt es die Header-Bildverwaltung, wer hätte es gedacht. Und dort gibt es die Möglichkeit, entweder nur ein Bild einem bestimmten Menüeintrag zuzuweisen oder das mit bis zu 4 Bildern zu tun. Und wenn es mehr als ein Bild ist, habe ich wiederum die Komponente ein bisschen aufgebohrt. Die nimmt dann diese verschiedenen Bilder, nimmt jeweils einen zentrierten Bildausschnitt, dann abhängig davon, wie viele Bilder es sind, halt, wenn es 2 Bilder sind, 50% der Headerbreite, wenn es 4 Bilder sind, jeweils einen 25% breiten Ausschnitt dieses Bilds und pappt die ineinander in ein Bild. Auch da, ich habe es dann nicht mit 4 Bildern, die irgendwie über CSS nebeneinander gesetzt werden, Schweinskram gemacht, weil das sind wieder nur mehr Requests und das macht das wieder unser. Ja, von daher wächst und gedeiht dieses Projekt und ich glaube, wir sind jetzt so langsam auf der Zielgeraden. Und dann kommen wir zurück zu meinem Fazit. Warum ist das mit Joomla gemacht? Weil ich tatsächlich der Meinung bin, Moment, damit man mich auch sieht, dass Joomla für diesen Zweck, nämlich, da ist schon Content, aber da ist auch ganz viel, von dem von vornherein klar war, man muss Individualentwicklung leisten. Dieser ganze Teil mit den Widgets und den Preisen und irgendwas, was da extern dazukommt, das ist nicht mit Dritterweiterung allgemein abbildbar. Das ist Individualentwicklung, das war völlig klar. Für diese Sache ist Joomla in meinen Augen eine quasi ideale Kombination, weil das Content Management gut genug ist, um viele gängige Anwendungsfälle abzudecken, weil das Framework dahinter gut genug ist, dass einem als Entwickler sich nicht die Fußnägel hochrollen, wenn man reinguckt, WordPress, weil FOF als Tool drin ist, was mir erlaubt, da wirklich sehr schnell auch Sachen auf die Beine zu stellen. Und mit den Overrides kann ich mir den Rest, den Joomla von Haus aus mitbringt, so zurechtbasteln, dass es passt. Das macht es insgesamt, ich glaube, wirklich zur richtigen Plattform für dieses Projekt. Fragen? Bitteschön. Also, bei egal welchem Bug-Report oder immer dann, wenn eine Funktion dazu kommt, irgendwas geändert werden soll, gibt es einen sehr netten Menschen, der in Frankreich wohnt, der Jean-Marie Simonette. Einige nennen ihn den Backwards Compatibility Nazi, andere nennen ihn sehr bemüht darum, die Nerven der Nutzer zu schonen. Der achtet in der Regel sehr konsequent darauf, ob diese Veränderung Probleme mit der Rückwärtskompatibilität bedeutet. Und das betrifft in der Regel auch die Overrides. Das heißt, wenn wir eine Änderung machen würden, die dazu führen würde, dass ein Override nicht mehr funktioniert, und damit meine ich explizit weiße Seite oder ein Knopf funktioniert nicht mehr, das sind Sachen, die würden in der Regel nicht durchgehen. Wenn das passiert, ist es keine Absicht, keine bewusste Entscheidung, sondern einfach nicht genug drüber nachgedacht. Das passiert aber natürlich trotzdem, das ist klar. Besser ist das. Ja, nee, klar. Das ist jetzt ein Projekt in der Größenordnung, da wird es im Live-Betrieb wahrscheinlich immer eine Staging-Umgebung geben, wo ich das Update zuerst einpflege, gucke, ob es explodiert. Wenn ja, mir die entsprechenden Sachen notiere und erst dann die Live-Umgebung update. Das ist auch der einzig, glaube ich, zuverlässige Weg, das wirklich nachzuvollziehen. Weil die Alternative ist, jedes Mal, wenn eine neue Version rauskommt, mal kurz die 80, 120 Commits durchzugehen, um zu gucken, ob sich an einer meiner Override-Dateien was getan hat. Da kann man bestimmt irgendwie ein nettes Skript für schreiben, das das für einen tut, aber es ist in der Regel so überschaubar, dass ich das noch per Hand im Blick habe. Und
Ja, bitte. Sag doch nochmal was zu den Overrides aus dieser Komponente, aus dieser Projektkomponente. Ja. Hast du da nochmal ein paar Infos zur Dokumentation? Weil das ist ja, Peter meinte, das wäre ein bisschen tricky. Overrides aus der FOF-Komponente? Ja, also er hat es eben in seiner Session davor so gehabt, dass er nur XML rausgegeben hat. Ja. Und er meint, das dann irgendwie zu rendern mit eigenen Views, das wäre ein bisschen tricky. Und ja. Da gibt es wenig Dokumentation. Genau. Hast du da nochmal irgendwie einen Link, einen Tipp? Ich habe da leider keinen Link, ich habe da nur einen Tipp. Nämlich, dass es sich in meinen Augen diese XML-Form-Geschichte, die ist wunderbar für Backend-Geschichten jeglicher Art, um eine Liste rauszuschmeißen, ein Formular rauszuschmeißen. Da macht es ja sowieso nicht viel dran. Das fällt ja automatisch im richtigen Styling raus. Tatsächlich Frontend-Views, das, was der Nutzer sieht, da habe ich in der Regel so spezielle Anforderungen dran, dass dieses lustige XML, da fällt schon irgendwas raus, Ding von FOF für mich sowieso nichts bringt. Ich schreibe das per Hand ganz normal mit PHP. Das geht mit FOF ja auch. Das ist der überwiegende Teil meines PHP-Codes in diesem Projekt. Bitte gebe dieses Feld an dieser Stelle aus. Und die zweite Sache ist jetzt ja FOF, das ist ja integriert. Ja. Das haben die Gründer, sag ich mal, Victor FOF der selbst schon gekauft, hast du ja gesagt. Hast. Ja. Genau. Hintergrundstory für alle anderen. FOF ist mal entwickelt worden von Nicholas Dionysopoulos, der Mann hinter Akiba Backup. Der hat das gemacht, weil er für sich selber gemerkt hat, ich verbringe 98% meiner Arbeitszeit damit, Code aus meiner alten Erweiterung zu kopieren, in meiner neuen Erweiterung einzufügen und die Namen zu ersetzen. Und immer wenn ein Entwickler das macht, sollte man ihm normalerweise mit einem großen stinkenden Fisch einmal ins Gesicht hauen. Das macht man nicht. Man Copy-Paste von Code ist in der Regel, das ist doof. Deshalb hat er gedacht, hey, ich schreibe mir jetzt mein eigenes Ding, wo ich das nicht mehr machen muss. Das hat er dann FOF genannt. Das ist die Abkürzung für Framework on Framework, weil da sein Framework auf dem Joomla-Framework sitzt. Das fand er so toll, dass er gesagt hat, das muss in Joomla. Hat dann erst einen Anlauf gestartet, hat man im Joomla-Projekt sich das mal angeguckt. Dann ist er leider irgendwie mit denen, also der Nicholas, der ist ein durchaus spannender Charakter, wie viele Menschen im Joomla-Projekt, ist er mit anderen spannenden Charakteren im Joomla-Projekt aneinander geraten, weshalb überraschenderweise FOF es nicht im ersten Anlauf in den Joomla-Core geschafft hat. Dann hat er irgendwie ein Jahr später einen weiteren Anlauf gestartet und dann war es drin. Dann war FOF im Joomla Core. Und dann ein halbes Jahr später gab es an einer ganz anderen Stelle einen Konflikt. Wie gesagt, spannende Charaktere. Und Nicholas hat gesagt, oh, jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll. Ich werde keine einzige weitere Stunde Arbeit in dieses scheiß CMS stecken. Und hat gesagt, ich benenne meinen Scheiß jetzt um in F0F. Gleiche Schreibweise. Also fast eine 0 statt O, damit die Umgewöhnung nicht so groß ist. Und dann können die mit dem scheiß FOF, was da in Joomla fest drin ist, machen, was sie wollen. Er entwickelt jetzt F0F weiter. FOF ist im Core und muss laut Rückwärtskompatibilität, wir machen keine Änderungen, die bestehende Sachen kaputt machen, im 3.x-Zweig auch weiter gepflegt werden. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Dementsprechend, keine Sorge, das ist einigermaßen zukunftssicher, weil Joomla 3.x, wie gesagt, aktuell projektiert bis Joomla 3.10. Dann sind wir mit End of Life irgendwo Ende 2018 und bis dahin funktioniert das auch noch mindestens. Inzwischen, spannende Charaktere, hat sich das wieder ein bisschen entspannt. Nicholas fängt an, Fehler, die er in F0F gefunden hat, jetzt auch wieder in FOF in Joomla Core zurückzuportieren. Also ein bisschen ist er noch dran. Politik. Schön. Spannende Charaktere, genau. Sonst noch Fragen? Ja. Dein Tool bezüglich dem Wenn-Kalender, hast du das Veröffentlichungsdatum genommen? Dass du ja. Dann für das nicht das Veröffentlichungsdatum, das Created-On-Datum. Ah, du kannst ja auch diesen. Ruhig dazu. Ja, das ist zwar unlogisch, aber es funktioniert ja. Wunderbar. Genau. Ja? Ja. Ja. Aktuell ja.
Ist aber auch da in FOF ein bisschen Code draufschmeißen, dann rechnet er das auch runter. Ich habe es noch aktuell noch nicht gemacht. Gut, dann vielen Dank und